Hört man mich? Ja, man hört mich gut. Herzlich willkommen zu der Veranstaltung mit Anjali Rauf zu ihrem Buch Der Junge in der hinteren Reihe. Eine Veranstaltung des Internationalen Literaturfestivals Berlin in der Sektion Internationales Kinder- und Jugendbuch. Solche Veranstaltungen brauchen immer Unterstützung und auch wir werden unterstützt von verschiedenen Institutionen und einige möchte ich stellvertretend für andere kurz nennen. Wir bedanken uns sehr herzlich bei dem Hauptstadtkulturfonds, beim Auswärtigen Amt und der Heinrich-Böll-Stiftung für ihre Unterstützung. Zu Beginn einen technischen Hinweis noch. Während der Veranstaltung ist es nicht gestattet, Bild-, Ton- oder Videoaufnahmen zu machen. Und alle, die ein Handy dabei haben, bitten wir sehr herzlich, das auszuschalten oder stumm oder auf Flugmodus zu schalten. Ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Sven Wallroth. Ich bin seit vielen Jahren Buchhändler in Berlin und arbeite seit etlichen Jahren in der Kinder- und Jugendbuchhandlung Krumulus in Kreuzberg. Und dort haben wir auch das Buch von der Anjali im Verkauf. Und erst gestern habe ich das letzte Exemplar des Buches verkauft. Ich weiß auch, dass wir oder von welchen Schulen wir heute Klassen haben. Und ich möchte jetzt mal gucken, ob auch alle von euch da sind. Und ihr müsst gleich so lange aushalten und ruhig sein. Das heißt, jetzt dürft ihr nochmal ordentlich laut sein, dass man euch auch gut hören kann. Ich begrüße ganz herzlich die Schüler der Comenius-Schule Berlin. Wo seid ihr? Hier vorne sind sie. Ich begrüße ganz herzlich die Schüler der Charles-Dickens-Grundschule. Und schließlich die Schüler der Nelson-Mandela-Grundschule. Dann seid ihr vorne. Prima. Ich sage euch ganz kurz was zum Ablauf der Veranstaltung. Es ist so, dass ich die Autoren gleich vorstelle, dass ich ein bisschen was über das Buch erzähle. Kennt jemand das Buch schon von euch eigentlich? Ach, guck mal, wieder vorbereitet. Alle, die das Buch kennen, ihr müsst gut aufpassen, dass wir hier oben keinen Quatsch drüber erzählen, der gar nicht stimmt. Und wer das Buch noch nicht kennt, der lernt es heute ein bisschen kennen. War jemand von euch schon mal beim Internationalen Literaturfestival eigentlich? Da hinten geht eine Hand hoch. Schon Profis hier vorne. Okay, gut. Und dann werde ich mit der Anjali Rauf ein bisschen über das Buch sprechen, auch ein bisschen über sie sprechen, wie es zu dem Buch gekommen ist, worum es in dem Buch geht. Und wir werden verschiedene Teile aus dem Buch auch vorlesen. Und am Ende der Veranstaltung, und ich weiß, dass die Kinder immer schon ganz unruhig darauf hinfiebern, könnt ihr Fragen stellen zu dem Buch. So. Wir hatten eigentlich noch ein Vorprogramm vorgesehen, aber ich glaube, das findet jetzt nicht statt. Dann würden wir einfach ins Thema gehen direkt, denke ich. Und zwar, dann möchte ich erstmal auf der Bühne alle Beteiligten begrüßen. Wir haben zu meiner Rechten die Nina Stommen. Die wird das Gespräch, was wir haben, was ja Englisch-Deutsch stattfinden wird, übersetzen. Herzlich willkommen. Dann haben wir den Martin Geißler. Der wird den deutschen Teil der Lesung übernehmen. Der wird die deutschen Teile lesen. Und die englischen Teile wird die Autorin selber lesen. Und damit kommen wir auch zur Begrüßung unserer Autorin Anjali Rauf. Bitte einen ganz herzlichen Applaus. Anjali Katara Rauf. Zunächst würde mich wirklich mal interessieren, welchen Beruf du hast. Denn da scheint es mehr als einen zu geben. Heute ist die Anjali bei uns als Autorin von inzwischen 3 dicken Büchern und einer Kurzgeschichte. Aber sie macht in ihrem Leben so viel,
dass man manchmal gar nicht weiß, wie sie das alles unterbekommt. Anjali Rauf, first of all, it would be very interesting to us to find out what exactly your profession is, since you seem to be doing loads of different things. Today you are here as an author. You've written 3 books and a short story. But as which profession would you describe yourself? I still find it quite funny when people call me an author. It's by accident. But I would say I'm a human rights activist first and foremost, and I'm very lucky that my writing has mixed in with that. Also zuerst einmal finde ich es immer noch sehr lustig, wenn mich Leute als Autorin bezeichnen. Es fühlt sich immer noch ein bisschen unwirklich an. Aber vor allen Dingen würde ich mich als Menschenrechtlerin sehen. Und meine Bücher reflektieren das auch. Das gibt mir ein gutes Stichwort, denn du hast eine Organisation gegründet, Making Her Story, eine Organisation, die sich einsetzt für Kinder, vor allem für Mädchen und für Frauen, die häusliche Gewalt erlebt haben, die Gewalt in ihrem Zuhause erlebt haben und davor teilweise flüchten und Schutz suchen. Und für die setzt du dich seit mehreren Jahren ein mit dieser Organisation. Yes, so this brings us to the next point, which is your NGO, Making Her Story, which works with women and tries to help women who suffer or experience abuse and domestic violence at home. Und der Begriff Making Her Story, wie leitet der sich ab? Heißt das so viel wie ihre Geschichte erzählen? Warum hast du da den Titel gewählt? Why did you choose the name Making Her Story? How exactly did it come about? Okay, can I ask who here is about 7 years old? Okay. Wer im Publikum ist ungefähr 7 Jahre alt? Okay, so when I was your age, I had an argument with my teacher because I thought the word history was very male-oriented. And I said, oh, why is it not her story? And he laughed and said, not everything is a battle. And I said, one day I'm going to use her story. And he said, okay, then. And that's where the name came about. But it's also to do with her stories, so women's stories. It just very lucky that it merged. But it stemmed from an argument with a teacher. Also als ich so alt war wie ihr, ungefähr 7 Jahre alt, hatte ich eine Diskussion mit meinem Lehrer. Und ich habe ihn gefragt, wieso es his, also his auf Englisch ist er, history, Geschichte, seine Geschichte ist und nicht her story, ihre Geschichte, also die weibliche Form. Und dann habe ich mir vorgenommen, dass ich das irgendwann später auch mal her story benutzen werde. Und da kam das her und ja. Und aus dieser Arbeit heraus für die Organisation Making Her Story hast du vor einigen Jahren auch angefangen, dich intensiv für Flüchtlinge einzusetzen. Du organisierst regelmäßig Hilfskonvois für Flüchtlingslager in Calais und Dünkirchen. Du hältst viele Vorträge für Kinder und Erwachsene. Hast jetzt auch eine Finanzierungsplattform gegründet, O Refugee and Team. Du schreibst für Zeitungen und Radio. Du liebst das Lernen, habe ich gelesen. Schaust gerne koreanische Filme und möchtest einen Happy Channel gründen, eine Nachrichtensendung, in der endlich mal nur gute Nachrichten vorkommen. So, you also work a lot to help refugees around the world and you've organized 8 convoys for refugee camps in Calais and Dunkirk.
And you've also now figured out a financial plan to help refugees and the, which is called OAS Refugee Aid Team. You also work with newspapers and in radio. You have said previously that you love learning, that you enjoy Korean movies, and that you would like to start a positive TV channel, a happy channel. You've done your research, thank you. I did my best. And, oh, no, I'm sorry. Und heute hast du uns ein Buch mitgebracht, was einige von euch ja schon kennen. Der Junge in der letzten Reihe heißt es auf Deutsch. The Boy at the Back of the Class ist der Originaltitel, erschienen im Jahr 2018 bei Orion Books in Englisch mit Bildern von Pippa Körnig. Da oben seht ihr das Cover, dass das gleiche ist im Englischen wie im Deutschen. Und wie gesagt, auf Deutsch, der Junge in der letzten Reihe, deutschsprachig erschienen im Atrium Verlag 2020 und übersetzt von Katharina Naumann. Das Buch ist sehr früh sehr positiv aufgenommen worden und hat auch gleich mehrere Preise gewonnen. 2019 den Blue Peter Book Award, der vom britischen Book Trust vergeben wird. Das ist so vergleichbar mit der deutschen Stiftung Lesen, die sich also dafür einsetzt, dass Kinder und Jugendliche viel oder mehr lesen. Dann im gleichen Jahr den Waterstones Children's Book Prize, der vergeben wird von der größten britischen Buchhandelskette, Waterstones. Und das Buch war auch auf der besten Liste für die Carnegie Medal, die vergeben wird von der britischen Vereinigung der Bibliotheken und Büchereien. Dann würde ich vorschlagen, tauchen wir in das Buch ein. Shall we dip into the book? Die Hauptperson des Buches ist 9¾ Jahre alt. Und wir erfahren erstmal gar nicht, ob es sich um einen Jungen oder ein Mädchen handelt. Und das werde ich auch nicht verraten für alle die das Buch noch nicht gelesen haben. Am Ende erfährt man es, aber es ist für die Geschichte eigentlich auch erstmal gar nicht wichtig. Diese Hauptperson lebt mit ihrer Mama in London, in der Hauptstadt Großbritanniens. Und ihr Vater ist vor 3 Jahren bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Sie hat ihren Onkel Lenny, den sie sehr liebt, auch wenn sie seine Frau nicht besonders gut leiden kann. Sie hat eine tolle Lehrerin, Miss Kahn, an der Schule. Sie liebt Tim und Struppi. Wer von euch liebt noch Tim und Struppi? Oh, das muss noch mehr werden. Sehr schön. Und genau wie Tim möchte sie später mal möchte die Hauptfigur später gerne einmal Reporter werden. Die Hauptfigur hat 3 gute Freunde an der Schule, Tom, Josie und Michael, und die 4 machen eigentlich alles zusammen. Und eines Tages, 3 Wochen nach den Ferien, geht die Tür zum Klassenraum auf und die Direktorin der Schule kommt herein mit einem neuen Kind. Ein Junge, der sich auf einen leeren Stuhl ganz hinten in der Klasse setzt und erstmal kein Wort sagt. Der Junge heißt Ahmed und das ist erstmal alles, was die Kinder wissen. Und in diesem ersten Teil erfahren wir noch gar nicht viel mehr über Ahmed. Aber was wir in diesem Teil schon erfahren, ist, wie es ist, wenn man neu in eine Klasse kommt. Und ich glaube, das ist etwas, wo sich jeder reindenken kann. Jeder von euch ist vermutlich schon mal der oder die Neue gewesen in der Klasse oder in einer Gruppe. Und deswegen würde ich jetzt gerne die Frage stellen an die Anjali: Wie wichtig war es dir, dass der Leser sich zunächst einmal in die Gefühle sowohl von der Hauptfigur als auch von diesem neuen Jungen hineindenken kann
ohne überhaupt den Hintergrund dieser Figur zu kennen. So, the book starts with a protagonist who is 9 3/4 years old. And first of all, we don't find out whether it's a boy or a girl, and it's not important to the story. And the protagonist lives in London with the mom, and the dad died a few years ago, and loves Tintin and Snowy, and would like to become a reporter like Tintin. And so one day, the protagonist is at school, and a new kid joins the class, Ahmed, and the kids all find him very strange because they don't know much about him. And so a question to you would be, how important was it to you that the reader can feel into this situation of strangeness and newness? So hands up, who has ever been new to a classroom before, to a new area before? Wer von euch war schon mal neu in einer Klasse oder in einer Gegend? Yeah, and keep your hands up if you were really scared that first day and you thought you might not be able to make any friends. Yeah, we all know that feeling. And I think from that point of view, it's very easy to step into the character's world. Also ihr kennt wahrscheinlich alle das Gefühl, wie furchteinflößend es ist, neu zu sein. Ob das jetzt in der Schule ist oder in einer neuen Stadt. Und von dem Standpunkt aus wisst ihr bestimmt, könnt ihr euch bestimmt alle gut in die Protagonisten und Ahmed in des Buches einfühlen. And I wanted to keep the boy-girl secret around the narrative, because I want it not to matter. It doesn't matter. What matters is this person's heart and what they feel they are capable of to make a friend. So it shouldn't matter if you're a boy or a girl reading it. Und ich wollte, dass es ein Geheimnis bleibt, ob der Protagonist ein Mädchen oder ein Junge ist, weil ich finde, dass es egal ist und das, was wirklich wichtig ist, sind die Gefühle und wie man sich wie man agiert und nicht, ob man ein Mädchen oder ein Junge ist. Ich finde, jetzt haben wir so viel über das Buch geredet, jetzt sollten wir mal was aus dem Buch hören. Wir hören jetzt einen ersten Teil zunächst auf Deutsch und, nein, Entschuldigung, zuerst auf Englisch und dann auf Deutsch. Und in diesem Teil geht es darum, dass die Hauptfigur versucht, an diesen neuen Jungen ranzukommen. Die will, denn die weiß genau, wer so neu ist und wer sich so einsam fühlt, der braucht einen Freund und viel besser noch sogar 4 Freunde. Und deswegen versucht sie, die Hauptfigur nun mit Ahmed in Kontakt zu treten. Und das tut sie zunächst mal mit etwas, was ein bisschen merkwürdig wirkt. Aber das hören wir jetzt gleich. So, would you read the first part for us? Okay. So I just read it straight through. Okay. 40 winks. This is page 22 in the English version, if anybody has that. The next day, and the next day, and the next day after that, I smiled at the new boy and gave him a friendly wink, just as often as I could. My goal was to give him at least 40 winks a day, because that's what Mum says everyone needs. But after a while, my eyebrow started to feel funny. I could tell the new boy was finding it interesting because he stopped looking at everyone else and kept looking at me. But then Michael saw me trying to wink with both my eyes, one after the other, and said I looked like I needed a doctor. He probably said that because I can't wink with my left eye as well as I can with my right eye, so I decided to stop winking as much. That week, Mrs. Khan was teaching us all about photosynthesis and gave us each a small pot with a seed in it to look after. Everyone was excited because she said there would be a prize for whoever grows the best plant. Even the new boy got one, and I think it made him happy because he kept looking at it.
I tried to whisper lots of cheerful words like rainbow and popcorn and marshmallows to mine, because I read somewhere that if you tell plants about happy things, it makes them grow quicker. I'd never won a prize before, not even at the fairground. I thought if I tried really hard and kept talking to my plant, I might win this time. And if I couldn't win, then I wanted the new boy to, because he really seemed to like that plant. But I was worried about Brendan the bully Brooker. He's the class bully. His cheeks are always pink because he spends most of his time chasing anyone smaller than him around the playground. He's not very clever and hates anyone that is. If anyone gets a top mark in class or a prize, he'll try and beat them up at home time. I saw him looking at Ahmed's plant and narrowing his eyes, just like he always does when he's thinking of something mean to do. I didn't like it one bit. His most common trick is to trip you up with his foot. He also likes to tip your lunch tray as he walks by so that your food dribbles down your chest like runny eggs. He's done that to me a few times. Sometimes he gets caught, but most of the time he doesn't. And even when he does get caught, he doesn't get detention. Most of the teachers seem to like him, though. Maybe it's because when he smiles, he looks like one of those boys that sing in church choir on television. Mr. Thompson used to call him a rascal, which must be a good word, because he gave Brendan the bully a wink and a pat on the back whenever he said it, and then let him run off again. That made everyone in class, except for Liam and Chris, Brendan the bully's only two friends, hate him even more. Even the bullies in the upper years find him annoying. It's funny how bullies don't like other bullies. Maybe it stops them from feeling special. But in school, everyone knows who the bullies are and who they like to bully, and no two bullies can go after the same person. It's a strange system, but those are the rules, and everyone sticks to them, even the teachers. But Mrs. Khan is different. She doesn't seem to like Brendan the bully as much as the other teachers. She was always watching him, and ever since we were put in her class, he's been careful not to do anything around her. I'm still going to keep an eye on him, though. Soon after the new boy joined our class, lots of rumors about him began to pass around the playground like an invisible game of pass the parcel. Most people believed Jenny and said that the new boy must be dangerous, and that's why he was never allowed out. But then other people started saying he had a super contagious disease, and that was the real reason why we weren't allowed to talk to him. The disease rumor scared Clarissa so much that she tried to sit as far away from him as she could without leaving her chair. One time she leaned over so far that she crashed right onto the floor. She didn't lean away so much after that, but she always put her arms up or used an exercise book as a divider. I didn't think the new boy looked in the least bit dangerous or like he had an infectious disease, so the rumor I thought sounded the most true was the one that said he was from a super rich family and that his parents had sent him to our school undercover so that he wouldn't be kidnapped. Michael said kidnappers wouldn't come to our school to look for him because it wasn't in a posh area, and Tom agreed. He said that when he had moved from America, his older brothers had told them they must be poor now because they were going to live in the poor end of London and not in the rich end. I didn't really understand what he meant because London doesn't have ends. On a map, it looks like a spilt blob of jam. I wanted to ask the new boy if the rumor about the kidnappers was true and if he needed us to become his bodyguards. But he was still doing all his lessons on his own, and every break time and lunch time, he would disappear. So no one except for Clarissa could talk to him, and she didn't want to. I tried to catch his eyes so I could smile at him and whisper hello, but Mrs. Khan caught me and told me to pay attention to my work. Next, I tried to send him a note made into a paper plane, because I'm good at those, but it flew wonkily and hit Nigel on the head instead. Here's a tattletale and told on me straight away. I hate tattletales because they seem to like getting people into trouble more than anything else in the world and always smile when they're doing it. Mrs. Khan came and took the note and read it just to herself. She shook her head at me, but I think she must have found the drawing I made funny because her mouth gave a tiny smile that only I could see. Even though I didn't get told off, I knew it'd be too risky to send any more messages by airmail, especially with tattletales around. The next day at break time, Josie, Tom, Michael, and I decided to follow the new boy and find out where he was going. But Mrs. Khan caught us following him in the corridors and told us not to do it again. She didn't seem angry, but she did say that the new boy needed to be in seclusion for a little while longer and that it was for his own good, so we promised not to follow him anymore.
"What does seclusion mean?" asked Josie when he went back out to the playground. None of us knew exactly, not even Michael, although he said it sounded as if the new boy needed to have private treatment, like a really sick person in a hospital, so maybe he did have an infectious disease after all. But it wasn't long until we found out what seclusion really meant and why the new boy needed so much of it. Thank you. Das war der erste Teil auf Englisch und jetzt hören wir den gleichen Teil auf Deutsch. Am nächsten Tag und an den Tagen danach auch lächelte ich Ahmed an und zwinkerte ihm freundlich zu, so oft ich konnte. Mein Ziel war es, ihm mindestens 40 Mal am Tag zuzuzwinkern, aber nach einer Weile fühlten sich meine Augenbrauen ganz komisch an. Ich merkte, dass Ahmed niemand anderen mehr ansah, nur noch mich. Er fand mein Zwinkern also bestimmt interessant. Aber dann sah Michael, wie ich versuchte, mit beiden Augen zu zwinkern, erst mit dem einen, dann mit dem anderen und sagte, ich sähe aus, als müsste ich zum Arzt. Ich muss wirklich etwas komisch ausgesehen haben, weil ich nicht so gut mit dem linken wie mit dem rechten Auge zwinkern kann. Also beschloss ich nicht mehr ganz so viel zu zwinkern. In dieser Woche brachte uns Mrs. Kahn alles über Photosynthese bei und gab jedem von uns einen kleinen Topf mit einem winzig kleinen Keimling darin, um den wir uns kümmern sollten. Alle freuten sich sehr, vor allem, weil derjenige mit der schönsten Pflanze einen Preis bekommen würde. Ahmed bekam auch einen Topf und ich glaube, dass er sich freute, weil er den Keimling die ganze Zeit anschaute. Ich flüsterte meiner Pflanze eine Menge fröhlicher Worte wie Regenbogen und Popcorn und Marshmallows zu, weil ich irgendwo gelesen hatte, dass Pflanzen schneller wachsen, wenn man ihnen von schönen Dingen erzählt. Ich hatte noch nie einen Preis gewonnen. Nicht mal auf dem Jahrmarkt. Ich hoffte, dass ich diesmal gewinnen würde, wenn ich mich wirklich richtig stark bemühte und ständig mit meiner Pflanze redete. Aber wenn ich nicht gewinnen würde, wollte ich, dass es zumindest Ahmed tat, weil er seinen Keimling wirklich zu mögen schien. Allerdings machte ich mir Sorgen wegen Brandon, dem Quälgeist Brooks. Das ist unser Klassenschläger. Seine Wangen sind immer rot, weil er die meiste Zeit damit verbringt, kleinere über den Schulhof zu jagen. Er ist nicht besonders schlau und hasst alle, die es sind. Wenn jemand eine Eins oder einen Preis bekommt, versucht er, denjenigen nach Schulschluss zu verhauen. Als er Ahmeds Topf ansah, verengte er die Augen zu Schlitzen. So macht er es immer, wenn er etwas Gemeines vorhat. Und das gefiel mir überhaupt nicht. Sein Lieblingstrick ist es, einem ein Bein zu stellen. Er schlägt auch gern mal gegen das Tablett mit dem Mittagessen, sodass das Essen einem auf die Brust schwappt wie Eierpampe. Das hat er schon ein paar Mal mit mir gemacht. Manchmal wird er dabei erwischt, aber meistens nicht. Und selbst wenn er erwischt wird, muss er nicht nachsitzen. Die meisten Lehrer scheinen ihn irgendwie zu mögen. Wenn er lächelt, sieht er so aus wie einer von den Jungen, die im Fernsehen im Kirchenchor auftreten. Vielleicht liegt es daran, Mr. Thompson nennt ihn immer einen Bengel, was ein gutes Wort sein muss, weil er Brandon dem Quälgeist dabei zuzwinkert, ihm auf die Schulter klopft und ihn dann wieder laufen lässt. Seitdem hassen ihn alle in der Klasse noch viel mehr. Außer natürlich Liam und Chris. Das sind seine einzigen Freunde. Selbst die Mobber aus den höheren Klassenstufen finden ihn nervig. Es ist schon lustig, dass die meisten Mobber andere Mobber nicht leiden können. Ja, vielleicht fühlen sie sich dann nicht mehr so besonders. Aber in der Schule wissen alle, wer die Mobber sind und auch, wen sie am liebsten mobben. Ja, trotzdem mobben niemals zwei Mobber dieselbe Person. Es ist schon ein seltsames System. Naja, aber so sind nun mal die Regeln und alle halten sich daran. Und die Lehrer bekommen davon nichts mit. Aber Mrs. Kahn ist anders. Sie scheint Brandon, dem Quälgeist, nicht so gern zu mögen wie die anderen Lehrer. Sie hat ständig ein Auge auf ihn. Und seit sie unsere Klassenlehrerin ist, ist er viel vorsichtiger. Aber ich passe trotzdem lieber auf. Kurz nachdem Ahmed in unsere Klasse kam, kursierten eine Menge Gerüchte über ihn. Sie gingen auf dem Schulhof herum wie bei der stillen Post. Die meisten glaubten Jenny und sagten, der neue Junge sei bestimmt gefährlich und dürfe deshalb nicht in den Pausen heraus. Aber dann erzählten andere, dass er eine super ansteckende Krankheit habe,
Das Krankheitsgerücht jagte Clarissa solche Angst ein, dass sie versuchte, so weit wie möglich von ihm wegzusetzen, ohne vom Stuhl aufzustehen. Einmal beugte sie sich so weit weg, dass sie auf den Boden fiel. Ich fand überhaupt nicht, dass Ahmed auch nur im geringsten gefährlich oder ansteckend aussah. Das Gerücht, das am wahrscheinlichsten klang, war, dass er aus einer superreichen Familie stammte und dass seine Eltern ihn undercover auf unsere Schule geschickt hätten, damit er nicht entführt würde. Michael sagte, dass Entführer nicht an unserer Schule nach ihm suchen würden, weil sie nicht in einer schicken Gegend liegt, und Tom war ganz seiner Meinung. Ich wollte Ahmed fragen, ob die Gerüchte über die Entführer stimmten und ob er uns als Bodyguards brauchte. Aber er machte immer noch all seine Aufgaben allein, und in jeder Pause und zum Mittagessen verschwand er, sodass niemand außer Clarissa mit ihm reden konnte. Und die wollte nicht mit ihm reden. Ich versuchte, ihm zuzulächeln und Hallo zu flüstern. Aber Mrs. Kahn erwischte mich dabei und sagte, ich solle mich gefälligst auf meine Arbeit konzentrieren. Als nächstes versuchte ich, ihm einen Zettel zu schicken, den ich zu einem Flieger gefaltet hatte. Das kann ich nämlich gut. Aber stattdessen knallte er Nigel an den Kopf. Nigel ist eine alte Petze und hat mich sofort verraten. Mrs. Kahn kam zu mir und nahm mir den Zettel weg und las ihn. Sie schüttelte den Kopf, aber ich glaube, dass sie meine Zeichnung auch ein bisschen lustig fand, weil ihr Mund ein wenig lächelte, was aber nur ich sehen konnte. Es war allerdings zu riskant, noch mehr Zettel per Luftpost zu schicken, zumal ja eine Petze in der Nähe war. In der Pause und am nächsten Tag beschlossen Josie, Tom, Michael und ich, Ahmed zu folgen, um herauszufinden, wohin er ging. Aber Mrs. Kahn erwischte uns dabei und verbot es uns. Sie wirkte nicht besonders wütend, aber sie sagte, dass Ahmed gerade noch viel Rückzugsraum brauche und dass es zu seinem eigenen Besten sei, also versprachen wir, ihm nicht mehr zu folgen. Was heißt Rückzugsraum? Fragte Josie, als wir wieder auf den Schulhof hinausgingen. Keiner von uns wusste das so genau, nicht einmal Michael, obwohl er sagte, dass Ahmed vielleicht ein spezielles Zimmer benötigte, so wie ein sehr kranker Mensch im Krankenhaus. Vielleicht hat er also doch eine ansteckende Krankheit. Aber bald fanden wir heraus, was Rückzugsraum wirklich bedeutete und warum Ahmed so viel davon brauchte. Vielen Dank. Die meisten Bücher fangen mit dem Anfang an. Und das macht ja meistens auch Sinn. Natürlich muss ein Buch vorher geschrieben werden, aber die Geschichte selber startet in der Regel mit der ersten Seite des ersten Kapitels. Bei den Büchern von Anjali Rove habe ich ganz oft den Eindruck, dass ihre Geschichte sehr viel früher beginnt als das Buch. So most books begin with the beginning, and the first chapter is a proper introduction. And with your books, we often get the impression that the story begins way before the book actually does. Und so ist es auch bei dem Jungen in der hinteren Reihe. Denn dieses Buch hast du geschrieben nach einer Erfahrung, die du 2015 gemacht hast. Du besuchst seit 2015 und unterstützt seit 2015 Menschen in Flüchtlingslagern, vor allem in Calais und in den Kirchen. Und dabei hast du eine Mutter und ihr Baby getroffen, dem dieses Buch auch gewidmet ist, Rehan, das Baby von Calais. Und würdest du uns kurz erzählen, wie in diesem Moment eigentlich der Samen gelegt worden ist für das Buch? So the book was inspired by an experience that you had in 2015, and you've been visiting people in refugee camps for a while. And in 2015 you went to a refugee camp in Calais and met a mother and her baby,
And could you tell us how the seed to this story of the boy at the back of the class? Absolutely. So, for those of you who have a book in front of you, if you go to the dedication page, you will see that it's dedicated to a baby named Rehan. Also für diejenigen von euch, die das Buch haben, wenn ihr das aufschlagt auf einer der ersten Seiten, könnt ihr sehen, dass das Buch einem Baby namens Rehan gewidmet wurde. Can I use the PowerPoint to show baby Rehan? Also wir sehen jetzt ein Bild von dem, dem Camp. So this is baby Rehan. I met him in 2016 in Calais. And I met him before he was born. I met his mother when she was 8.5 months pregnant. She had traveled over 200,000 miles on foot whilst pregnant, having lost all her family. And that's because there are still bombs dropping in Afghanistan. So she comes from Afghanistan. Mm-hmm. Also Rehan habe ich 2016 kennengelernt, bevor er überhaupt noch geboren wurde. Und zwar habe ich in diesem Flüchtlingscamp seine Mutter kennengelernt, die damals noch schwanger war und die viele, viele, viele Kilometer aus Afghanistan gewandert ist, um in Frankreich anzukommen. So in Calais and Dunkirk, there is no longer an official campsite. Most women, children, grandfathers, uncles, young men, whoever they are, they're living in forests and parks, so in very harsh conditions. Also in Calais und Dünkirchen gibt es keine offiziellen Camps mehr. Und das heißt, dass alle Frauen, Männer, Kinder, die dort leben, in Wäldern wohnen. I have a picture. Let me just move it up to, if I go back on it. So this is the kind of situation that refugees are living in, and this is the kind of area I found Zainab, and she was pregnant and looking through dustbins for food. Also hier oben sieht man die Situation, wie die Flüchtlinge dort leben, und das ist die Art von Umgebung, wo ich in 2016 Rehans Mutter kennengelernt habe, als sie damals noch schwanger war. So because she was pregnant, we knew that she would need a lot of help to have her baby in hospital. If you're a refugee, you can't just go and get help. You need to pay a lot of money, thousands and thousands of euros. So my friends and I promised Zainab that we would go back home, raise as much money as we could for her to have her baby safely, and then come back in 2 weeks when the baby was due. Mm-hmm. Also die Mutter von dem Baby, Zainab, war, also Anjali und ihre Freunde wussten, dass es sehr, sehr teuer ist, im Krankenhaus ein Baby bekommen zu dürfen. Und deswegen haben sie ihr versprochen, in 2 Wochen, what did you say, you raised money so that she could have the baby safely. Now? Yeah. Dann haben sie ganz viel Geld zusammengesucht, sodass sie ihr Baby in Sicherheit im Krankenhaus bekommen konnte. So we rushed home back to London, where I live, told all our friends and family, we raised about 3,000, rushed back out 2 weeks later, only to land and find that baby Rehan had been born a week early. Also wir sind dann ganz schnell zurück nach London gefahren, haben all unseren Familien, Freunden von der Situation berichtet. Wir haben ungefähr 3.000 Euro zusammenbekommen und sind dann schnell zurückgefahren, um zu schauen, dass bei der Geburt alles in Ordnung ist, nur um dann herauszufinden, dass Zainab ihr Baby eine Woche zu früh bekommen hat. But the most beautiful thing had happened. So Zainab went into labor very late at night in one of these forests, and all the refugees living nearby had heard her go into labor, and they had rushed to help her, and because they knew that even if a refugee calls an ambulance, you still need to pay to get on the ambulance, all of them pulled out every money, dollar, pound, euro, cent, whatever they had, so that she could have the baby safely. So he became known as the baby of Calais. Like everyone felt that he was theirs. Also Zainab, die Geburt von
Rehan hat halt mitten in der Nacht im Wald begonnen. Und selbst, also wenn man ein Flüchtling ist, muss man sogar für die Ambulance, für den Krankenwagen Geld bezahlen. Und weil das natürlich alle Flüchtlinge wussten, sind sie schnell zu ihr gelaufen, haben ganz viel Geld, also haben alles, was sie noch so an Kleingeld hatten, zusammengekratzt. Und so they did rush her to hospital. So she had the baby and on the ambulance, so she didn't have to go to hospital. Okay. Yeah. Und dann hat sie das Baby dann im Rettungswagen bekommen und die Geschichte wurde so bekannt, dass Rehan bekannt wurde als das Baby von Calais. So when we landed, I got to meet him, but this picture is happy and sad for me. So I was really happy to see that Zainab was safe. And that Rehan was safe, and I was very proud to hold him, take this picture. But just as we were leaving, the police started to move in, and every couple of weeks in France, they destroy all the camps, they burn everything down, and that makes the refugees run away again. So just as we were leaving, we saw the... Oh no, sorry, I'm going the wrong way. We saw the police walking in. And the police destroy everything, so the refugees run away again. And when I saw that happen, I realized I might never see baby Rehan and Zainab again, and I haven't since then. Also, als ich dann gelandet bin in Frankreich, wieder aus London, war ich sehr glücklich, dass ich baby Rehan kennenlernen durfte. Auf dem vorherigen Foto sieht man, wie ich den Kleinen festhalte. Und es war ein sehr schöner, aber auch trauriger Moment, weil kurz danach kam die französische Polizei, weil in den Flüchtlingscamps ist es so, dass die Polizei alle paar Wochen kommt und dann alles evakuiert und alle Flüchtlinge wieder wegschickt. Und dann müssen die ihre Zelte aufbrechen und wieder fliehen. Und dann habe ich realisiert, dass ich Baby Rehan und Zainab wahrscheinlich vielleicht nicht wiedersehen werde. Und seitdem habe ich die beiden auch nicht mehr gesehen. So, I have this picture of baby Rehan on my desk. Oh, it's not going. And a year later, so I didn't intend to write any books, but a year later I was very ill. I fell very ill and I couldn't move. I was bedridden for 3 months. And during that time, all I could think about was Zainab and what she had gone through. And baby Rehan popped into my head. And I started to think, what would happen to him if, like a lot of refugee children, he even lost her and landed somewhere safe, but he landed somewhere where nobody could understand him, nobody could understand what he's been through already, who was going to be his friend. And the title jumped into my head and just wouldn't leave me. So really, Ahmet in the story, for me, is my imagination of what might happen to baby Rehan if this ever happened to him. It's an ideal imagining. Also ich habe das Foto von mir und Baby Rehan auf meinem Schreibtisch und ich hatte eigentlich nicht vor, Bücher zu schreiben, aber eine Weile später bin ich sehr krank geworden und musste ganz, ganz lange im Bett liegen. 3 Monate. 3 months you were in bed? Yeah. Ja. 3 Monate lang durfte ich kaum aufstehen und war krank. Und während dieser Zeit habe ich hauptsächlich an Baby Rehan gedacht und ich habe darüber nachgedacht, was wohl passieren würde, wenn er es schaffen würde, an einen sicheren Ort zu kommen, aber in dem Prozess der Flucht seine Familie verlieren würde und wie es sich für Rehan wohl anfühlen würde, wenn er irgendwo landet, wo er die Sprache nicht spricht und niemanden kennt und ganz auf sich alleine gestellt ist. Und da kommt dann auch der Titel des Buches her, Der Junge aus der letzten Reihe. Und das Buch ist so ein bisschen eine Idealvorstellung von dieser Situation. Ich fand eine Sache... Long answer to your question. ich fand eine Sache hier sehr interessant auf der Folie, die wir vorher gesehen haben. Kinder bekommen ja viel mehr mit, als manche Erwachsene manchmal glauben. Und auch ihr seht natürlich Bilder im Fernsehen oder seht Sachen in den Zeitungen,
über Flüchtlinge. Und es ist manchmal interessant, wie über Flüchtlinge auch gesprochen wird, um eine gewisse politische Stimmung auch zu erzeugen. Und ganz interessant war, auf einer der Folien hier, das war eingekreist, da stand nicht Flüchtlinge in Flüchtlingslagern, sondern Migranten. Und ich weiß, dass es dir auch ganz wichtig ist, auch auf die Unterschiede hinzuweisen. Magst du dazu vielleicht noch mal etwas sagen, auch wie das in Medien oftmals wiedergegeben wird und wo einfach der Unterschied zwischen einem Migranten und einem Flüchtling ist? So on the slideshow, Sven saw something interesting regarding the media and how things like the refugee crisis are portrayed in the media. And obviously children notice a lot more than we often think, and they also read the headlines or hear about what's going on in the world in the news. And I think on one of the slides it said that they were called migrants, and maybe you could tell us the difference between a refugee and an immigrant. It's something very important to you as well to make the difference. Absolutely. So the things that we read in the newspapers, the things that we see on Facebook or Twitter, what we hear on the radio, all those words will conjure up images and feelings instantly, good or bad. A migrant and an immigrant, any of us can be a migrant or immigrant. We can move to another part of Germany. We can move to Austria or South Africa or America to go to university, or if you fall in love. That makes us a migrant or immigrant because we have chosen to go. We have freely chosen to move. Nobody's forcing us to leave. The word refugee was created specifically for people who have been forced. They have no choice. If they stay where they are, they will die. And I really hate the word migrant or immigrant being used instead of refugees, because you see it very rarely. Every time you see pictures of refugees, they will call them migrants. And that's to make it seem as if they've chosen to live like this, as if they've chosen to move like this, and that is not the case. Most cannot stay in the country they are in. They will either be killed if they stay, or they will be persecuted in some way for a whole variety of reasons. Other people are running away from famine and climate change, so they have no choice. And to use words like we have in our press, migrants and immigrants, it's just wrong, because they don't have a choice in this. Also sehr wichtig, darauf zu achten, was, welche Wörter in den Nachrichten benutzt werden. Und oft wird leider das Wort Migrant benutzt in diesem Kontext, was etwas ganz anderes ist als ein Flüchtling. Also ein Migrant ist jemand, der sich ausgesucht hat, umzuziehen in ein anderes Land, zum Beispiel vielleicht zum Studieren oder für einen neuen Beruf. Und das ist natürlich eine ganz andere Situation als ein Flüchtling, der gezwungen wurde zu fliehen und der in seinem Land nicht mehr bleiben kann, weil es dort zum Beispiel einen Krieg gibt und es dort nicht mehr sicher ist. Und die Person, wenn ein Flüchtling in seinem Land bleibt, wahrscheinlich umgebracht wird oder sterben muss. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir darauf achten, welches Vokabular in den Zeitungen benutzt wird, und ja, dass Flüchtling hier das richtige Wort ist, nicht Migrant. Hattest du noch mehr Folien, die du jetzt zeigen wolltest? Sonst würde ich nochmal zum Buch nochmal kommen. Wir haben ja noch einen Lesungsteil. Did you have more slides that you wanted to show at the moment, or should we get back to the book? Ja, denn wir haben euch ja noch einen zweiten Lesungsteil versprochen. Es ist so, dass die Kinder an der Schule halt über mehrere Tage versuchen, an Ahmed heranzukommen. Und das gelingt nicht so wirklich, weil der ist auch erstmal gar nicht auf dem Pausenhof und der spricht nicht. Und wenn Schulschluss ist, dann wird er immer von einer Frau mit einem roten Schal ganz schnell abgeholt. Und an einem Tag stehen die Kinder am Schultor, und da stehen auch viele Eltern, die ihre Kinder abholen.
Und da hören sie ein Wort, das sagt ein Elternteil. Das sagt nämlich, dass an der Schule jetzt ein Flüchtlingskind sei. Und das Wort hören die Kinder zum ersten Mal oder zumindest wissen sie überhaupt nicht, was das wirklich, was das ist, was das sein soll. Und sie erfahren dann auch, dass Ahmed ein Flüchtlingskind aus Syrien ist, der ohne seine Eltern in Großbritannien ist, der nur Kurdisch spricht, der noch kein Englisch spricht. Und die Kinder haben ganz viele Fragen. Und als unsere Hauptperson zu Hause ist und ihre Mutter nach Hause kommt, da will sie unbedingt wissen, was denn ein Flüchtlingskind ist. Und mit dem Teil fangen wir jetzt an. Wir beginnen wieder mit dem Englischen und dann mit der deutschen Übersetzung. So, just to set the scene, we're now at the part where the kids are on the playground and they hear parents talking about a new kid at school, which is apparently a so-called refugee kid. And the children hear that word for the first time, or at least they don't know what it means. And they find out that Ahmed is from Syria and speaks Kurdish and is in England without his parents. And they have a lot of questions. And so the protagonist goes back home to talk to her mom and to ask her what exactly is a refugee kid. And this is the part we're gonna read now. I had been playing one of my dad's favorite old records to stop myself from falling asleep when I suddenly heard my mum's keys in the door. You can always tell when it's her key in the door and not my uncle Lenny's because it jangles the loudest. I quickly turned the song off and ran to the living room. "Well, hello there, Munchkin," said mum. I could tell she was surprised to see me because her eyebrows had jumped up and disappeared into her hair. "What are you doing up so late?" "I can't sleep," I said. "Ah," she said. Giving me a hug, she looked at me with a frown and touched my forehead. She always touches my forehead when she's worried about me. "You're not feeling ill, are you?" I shook my head. "Have you had supper?" I nodded. "I usually have a tin of soup and a bread roll for supper on the nights mum can't make it home in time for dinner. Mrs. Abby from next door comes and helps me make it when she knows I'm going to be on my own. She's old and has trouble walking, but sometimes she makes me fish fingers if she's feeling well. My favorite soup is tomato soup because it reminds me of tomato ketchup. Ketchup is one of my favorite things to eat in the whole wide world. You can add a dollop of ketchup to any dish that's not a dessert, and I'll bet you my pocket money it'll make that dish taste instantly better. It's third on my list of top foods after chocolate and ice cream that comes in a cone from an ice cream van. Well then, said Mum, as she put her bags down, let's see if a little hot chocolate doesn't put you to rights. Come and keep me company while I have some tea. I'm not that hungry today. I followed Mum into the kitchen and watched her get out the cocoa jar and switch on the kettle. And then before I knew it, I asked, Mum, what's a refugee kid? I didn't really mean to blurt it out like that, but sometimes my mouth does things my brain isn't ready for. Mum stopped what she was doing and stared at me. A refugee kid? She asked with a frown on her face. Where did you hear those words? At school, I said. Someone called the new boy in our class a refugee kid. You've got a new boy in your class? I nodded. And Mrs. Khan didn't tell you anything about him? I shook my head. Only that he's called Ahmed and he's never been to London before. I've been trying to make friends with him, but he doesn't talk to anyone, so I can't tell if he wants to be friends back. I see. Mum fell silent. She poured the milk into the milk pan and waited for it to heat up. I knew she was thinking about something serious because she was rubbing her chin a lot. Mum only ever rubs her chin when she's about to say something serious. Mum, I whispered. But Mum stayed silent, which made me start to worry. Mum usually answers my questions right away. Maybe what Mr. Brown had called the new boy wasn't a nice thing to call him at all. While I waited for my hot chocolate, I went and sat down in my chair and looked out of the window. Our flat isn't very big, but we have a small table near the window with four chairs around it. I always sit in the chair next to the fridge because I like being able to open the fridge door without getting up. It's like looking into an extra room in the house, but one that's filled with food instead.
Whenever I go to my uncle Lenny's house, I always look in his fridge because his one is as big, so big it almost touches his kitchen ceiling. If he had to, my uncle Lenny could live in his fridge. He'd have to take out all the shelves and things, but he could definitely live in it, standing up if he wanted to. I think it's good to have a fridge that's big enough to stand in. It means you'll never run out of food like we do sometimes. And if you do, you can go and have a wander in it. When Mum had finished making the hot chocolate and her tea, she sat down in her chair, which is opposite mine, and took out two lumps of sugar from the sugar jar. Keeping them balanced on a spoon, she slowly swirled them into the tea in little circles. We both watched them get smaller and smaller until they disappeared. Mum, can you tell me then, what's a refugee kid? I mean, where do they come from? Mum gave me a look. She has at least 20 different looks that give me a secret message, and I know what all of them mean. This one meant, stop asking me. Then she said, do you remember those lifeboats on the telly, darling? The one with lots of people squeezed in that you were asking about? I nodded. It had been in the middle of the summer holidays. Mum and I were sitting in the room, were in the sitting room. She was doing a crossword, and I had been coloring in some drawings I had done, and the news was on in the background. The TV screen had suddenly changed from a woman reporter standing on a beach to a video of lots of people in boats in the middle of an ocean, all looking scared. I had felt sorry for them and asked Mum what was going on. Do you remember what I said? Asked Mum. You said that they were trying to find somewhere new to live because their home wasn't nice to live in anymore. Exactly, my love. They were what people call refugees. And children like the new boy in your class are called refugee kids because they've had to leave their homes and travel very far to try and find a new house to live in. Do you mean like Dina? I asked, wondering if Dina was going to be called a refugee kid in her new school too. She had moved to Wales because her mum and dad couldn't find a house in London. Mum shook her head. Not exactly, she said. Dina's mum and dad wanted to move. They had a choice and they wanted to live in a much bigger, nicer house than the one they already had. But refugee children have been forced to run away because bad people have made it impossible for them to stay. Those bad people drop bombs on their houses and destroy all the beautiful parts of their cities. And the places where the refugees used to live have become so horrible and so scary that they can't live in them anymore. So they walk for miles and miles and get into boats to travel to countries they've never been to before and go to strange places they don't know, just so they can find somewhere that's safe enough to live in again. Oh, I said quietly. I wondered what the refugees had done to make the bad people get so angry. Last year, two first graders in school had tripped over Brendan the Bully to get back at him for chasing them, which made him so angry that he smashed open their lunch boxes and stomped on their food. What did refugees do to make the bad people want to hurt them? I asked, thinking it must have been something really bad to make someone want to drop a bomb on their house. Mum shook her head. Nothing at all, darling. The bad people are just much stronger than they are and like to feel big and powerful by bullying them. You see, some people think that by taking things away from other people and hurting them, it gives them more power. And the more power they have, the more they want and the greedier they get. So they go on hurting more and more people until everyone wants to run away. Just like the bullies at school, I said, feeling angry. Well, I guess it is sort of like that, smiled Mum. Except the bullies the refugees are running away from are a lot bigger and far more horrible. They force people to leave everything they ever had behind, even the people they love most in the world. I thought about the new boy and felt sorry for him. Maybe he had been forced to leave behind lots of things that he loved most in the world, and that's why he didn't talk to anyone and needed so much seclusion. I tried to think of what I would leave behind if I had to run away from lots of bullies, but I couldn't decide. All I know is that I could never leave my dad's record player behind or his favorite hammer, which is still in the bottom kitchen drawer. Mum got up and took her mug to the sink. Now, I know you want to make friends with this new boy, but you mustn't be too eager. He'll need lots of time and space first, okay? I nodded, even though I didn't really understand what she meant. If I was the new boy, I would use up all my time to make as many friends as I could, especially if I had just run away from bullies that were bigger and more horrible than the bullies at school. I wondered if I should tell my mum about all the lemon sherbets and white mice and orange, and the orange with the smiley face that I had given him. But then she said, the world has never been kind to refugees in a sad way. She sounded like just like she did whenever she talked about my dad. So even though I wanted to ask at least four more questions, I decided not to say anything else. Now drink up and off to bed, and I'll come and tuck you in just a few minutes. Mum came and ruffled my hair.
She always ruffles my hair when she wants me to think she's happier than she really is. I drank the rest of my hot chocolate just as quickly as I could and ran to bed. Mum only ever tucks me into bed when she's home early, so this was a special treat. I love being tucked into bed, even more than I love beating everyone else in a race or scoring a goal. It's the best feeling in the world to be wrapped up all warm and fuzzy in a blanket by someone you love more than anyone else on the planet and who loves you right back. As I lay waiting for Mum to come in, I thought about all the things she had said, about the bombs and the boats and the bad people who were so greedy that they made everyone want to run away from them. I had so much to tell Josie and Tom and Michael, especially as I don't think their mums and dads would have told them half as much as my mum had told me. It's one of the things I love most about Mum. She always tries to answer my questions, no matter how tired she is or how hard my questions are. And she always tells me the absolute truth. Michael's parents are always saying, "Not now, dear," or "We'll tell you when you're older." And Josie's mum keeps telling her that girls are meant to be quiet and not to ask so many questions. But my mum never says anything like that to me. I think it's because of all the books she reads. Mum says that the best books leave you with more questions than answers, and that's the fun part. You have to try and find the answers for yourself somewhere else. And Dad used to say that the more questions you ask, the more clever you'll be, because that's the only way you'll ever know more than you already do. I think this is the first time in my life that I've ever wanted to be extra, extra clever about anything. Because by the time Mum had come to tuck me in for the night, I had a long list of questions in my head that I wanted to ask the new boy. 11 exactly. This is what they look like, my 11 questions. 1, where did you have to run away from? 2, what language do you speak? 3, who's the woman in the red scarf? 4, do you have any brothers or sisters? 5, what did the bullies do to make you run away? 6, did you have to get on a boat like the people on the news? 7, what sports do you like best? 8, what's your favorite fruit? 9, how far did you have to walk to get away from the bullies? 10, do you like it here or do you miss your old house more? 11, do you have a best friend? My 11 questions would help me know everything I needed to know about the new boy so that I could be his friend, and I was going to find out the answer to every single one of them. Thank you. Und jetzt der deutsche Teil. Ich spielte eine von Dads Lieblingsplatten, um mich wach zu halten, als ich plötzlich Mams Schlüssel im Schloss hörte. Man weiß immer genau, dass sie es ist, weil sie laut klimpert. Ich schaltete das Grammophon schnell aus und rannte ins Wohnzimmer. "Na, hallo, mein kleiner Zwerg", sagte Mom. Ich merkte, dass sie überrascht war, mich zu sehen, weil ihre Augenbrauen nach oben zuckten und in den Haaren verschwanden. "Was machst du noch so spät hier?" "Ich kann nicht schlafen", antwortete ich. "Ach so", sagte sie. Sie umarmte mich, sah mich dann nachdenklich an und legte mir die Hand auf die Stirn. Das tat sie immer, wenn sie sich Sorgen um mich machte. "Fühlst du dich krank?" Ich schüttelte den Kopf. "Hast du zu Abend gegessen?" Ich nickte. Normalerweise esse ich montags abends eine Dosensuppe und ein Brötchen. Mrs. Abby von nebenan kommt und hilft mir dabei. Sie ist alt und kann nicht mehr gut gehen, aber manchmal macht sie mir auch Fischstäbchen. Meine Lieblingssuppe ist Tomatensuppe, weil sie mich an Tomatenketchup erinnert. Ketchup gehört zu den Dingen, die ich am allerliebsten esse. Man kann einen Klecks-Ketchup auf alles geben, was nicht gerade ein Nachtisch ist, und ich wette mit euch um mein Taschengeld, dass jedes Gericht damit sofort besser schmeckt. Ketchup steht an der 3. Stelle auf meiner Liste der leckersten Dinge. Direkt hinter Schokolade und Eis in der Waffel vom Eiswagen. "Tja", sagte Mom und stellte ihre Taschen ab. "Dann wollen wir doch mal sehen, ob dich ein bisschen heißer Kakao müde macht. Komm, leiste mir ein wenig Gesellschaft beim Tee trinken." Ich folgte Mom in die Küche und schaute ihr dabei zu, wie sie das Kakaoglas herausholte und den Kessel aufsetzte. Und dann platzte es aus mir heraus. "Mom, was ist dein Flüchtlingskind?" Manchmal macht mein Mund Sachen, für die mein Gehirn noch gar nicht bereit ist. Mom hielt inne und sah mich an. "Ein Flüchtlingskind", wiederholte sie mit gerunzelter Stirn. "Wo hast du das denn gehört?" "In der Schule", antwortete ich. "Jemand hat den neuen Jungen in unserer Klasse ein Flüchtlingskind genannt." "Ihr habt einen neuen Jungen in der Klasse?" Ich nickte. "Und Mrs. Kahn hat euch nichts über ihn erzählt?" Ich schüttelte den Kopf.
Nur, dass er Ahmed hieß und neu in London ist. Ich habe versucht, mich mit ihm anzufreunden, aber er spricht mit niemandem und deshalb weiß ich nicht, ob er sich auch mit mir anfreunden will. Verstehe, Mom verstummte. Sie goss Milch ins Milchtöpfchen und wartete, bis sie heiß wurde. Ich wusste, dass sie über etwas Ernstes nachdachte, weil sie sich die ganze Zeit das Kinn rieb. Das macht sie nur, wenn sie etwas sehr Wichtiges sagen will. Mom? Flüsterte ich. Aber Mom schwieg und ich begann schon, mir Sorgen zu machen. Normalerweise antwortet Mom immer sofort auf meine Fragen. Vielleicht war es ja nicht nett von Mr. Brown gewesen, Ahmed ein Flüchtlingskind zu nennen. Ich setzte mich auf meinen Stuhl, schaute aus dem Fenster und wartete auf meinen heißen Kakao. Unsere Wohnung ist nicht besonders groß, aber wir haben einen kleinen Tisch am Fenster, um den 4 Stühle stehen. Als Mom mit dem heißen Kakao und ihrem Tee fertig war, setzte sie sich auf den Stuhl mir gegenüber und nahm 2 Zuckerwürfel aus dem Zuckerdöschen. Sie balancierte sie auf dem Löffel und rührte dann in kleinen Kreisen ihren Tee um. Wir sahen beide dabei zu, wie die Würfel immer kleiner wurden und sich schließlich auflösten. Mom, kannst du mir erklären, was ein Flüchtlingskind ist? Ich meine, wo kommen sie her? Mom sah mich an. Sie hat mindestens 20 unterschiedliche Blicke und ich weiß genau, was sie jeweils bedeuten. Und dieser hier bedeutete, hör auf, mich zu löchern. Dann sagte sie, erinnerst du dich an diese Rettungsboote im Fernsehen, mein Schatz? Die, in denen so viele Leute ganz eng beieinander saßen. Du hast mich damals danach gefragt. Ich nickte. Das war in den Sommerferien gewesen. Mom und ich hatten im Wohnzimmer gesessen. Sie löste ein Kreuzworträtsel und ich malte ein paar Zeichnungen aus. Im Hintergrund liefen die Nachrichten. Erst erschien eine Reporterin auf dem Bildschirm, die an einem Strand stand. Dann wurden Leute in Booten mitten auf dem Meer gezeigt, die alle sehr verängstigt aussahen. Sie hatten mir leid getan und ich hatte Mom gefragt, was da los war. Erinnerst du dich noch daran, was ich damals gesagt habe? Fragte Mom. Du hast gesagt, dass sie versuchen, ein neues Zuhause zu finden, weil sie in ihrem Zuhause nicht mehr leben können. Ganz genau, mein Liebling. Das waren Flüchtlinge, wie die Leute sie nennen. Und Kinder wie der neue Junge in deiner Klasse werden Flüchtlingskinder genannt, weil sie ihre Heimat verlassen und sehr weit reisen müssen, um ein neues Haus zum Leben zu finden. Meinst du so wie Dena? Fragte ich und überlegte, ob Dena wohl in ihrer neuen Schule auch Flüchtlingskind genannt wurde. Sie musste nach Wales ziehen, weil ihre Mom und ihr Dad in London kein neues Haus finden konnten. Mom schüttelte den Kopf. Nicht ganz, sagte sie. Denas Mom und Dad wollten umziehen. Sie wollten in einem viel größeren, schöneren Haus wohnen als in dem, das sie schon hatten. Aber Flüchtlingskinder sind gezwungen, fortzugehen, weil böse Leute es ihnen unmöglich gemacht haben, zu bleiben. Diese bösen Leute werfen Bomben auf ihre Häuser und zerstören alle schönen Gegenden in der Stadt. Und so werden die Städte so schrecklich und so beängstigend, dass die Menschen nicht mehr dort leben können. Also laufen sie viele Kilometer und steigen in Boote, um in Länder zu reisen, in denen sie noch nie waren, um sich einen Ort zu suchen, an dem sie sich wieder sicher fühlen. Oh, sagte ich leise. Ich fragte mich, was die Flüchtlinge wohl getan hatten, dass die bösen Leute so wütend auf sie waren. Letztes Jahr hatten 2 Erstklässler Brandon dem Quälgeist ein Bein gestellt, weil er sie ständig jagte. Das hatte ihn so wütend gemacht, dass er ihre Brotboxen auf den Boden geworfen hat und auf ihrem Essen herumgetrampelt ist. Was haben die Flüchtlinge denn gemacht, dass die bösen Menschen ihnen jetzt wehtun wollen, fragte ich. Es musste schon etwas sehr Schlimmes gewesen sein, wenn man ihnen deswegen Bomben auf die Häuser warf. Mom schüttelte den Kopf. Gar nichts, Liebling. Die bösen Menschen sind einfach nur viel stärker als sie und es gefällt ihnen, sich groß und mächtig zu fühlen, indem sie anderen wehtun. Weißt du, manche Leute glauben, dass sie mehr Macht haben, wenn sie anderen Menschen etwas wegnehmen. Und je mehr Macht sie haben, desto mehr wollen sie davon. Also verletzen und verängstigen sie immer mehr Menschen, bis alle nur noch weglaufen wollen. Genau wie die Mobber in der Schule, sagte ich zornig. Naja, wahrscheinlich ist es ein wenig so, stimmte mir Mom zu und lächelte. Nur, dass die Mobber, vor denen die Flüchtlinge weggelaufen sind, viel größer und schrecklicher sind. Sie zwingen die Menschen, alles zurückzulassen, was sie je besaßen. Sogar die Menschen, die sie am allerliebsten haben.
Ahmed tat mir leid. Vielleicht war er auch gezwungen worden, die Dinge zurückzulassen, die er am allerliebsten hatte. Und deshalb sprach er mit niemandem. Ich versuchte mir zu überlegen, was ich zurücklassen würde, wenn ich vor Mobbern davonlaufen müsste. Aber ich konnte mich nicht entscheiden. Ich weiß nur, dass ich Dads Grammophon niemals zurücklassen könnte. Und seinen Lieblingshammer, der immer noch in der untersten Küchenschublade liegt, auch nicht. Mom stand auf und stellte ihren Becher in die Spüle. Also, ich weiß, dass du dich gern mit diesem neuen Jungen anfreunden würdest, aber du darfst nicht zu ungeduldig sein. Er braucht erstmal eine Menge Zeit und Ruhe, okay? Ich nickte. Obwohl ich nicht verstand, was sie meinte. Wenn ich neu wäre, würde ich so schnell wie möglich Freunde finden wollen. Besonders wenn ich gerade vor Mobbern davongelaufen wäre, die viel größer und schrecklicher sind als die Mobber an unserer Schule. Ich überlegte, meiner Mom von den Zitronendrops, den weißen Mäusen und der Orange mit den Smileys drauf zu erzählen. Aber da sagte sie, die Welt war noch nie nett zu Flüchtlingen. Und es klang traurig. Es klang genau so, wie wenn sie von meinem Dad sprach. Obwohl ich noch mindestens 4 Fragen stellen wollte, beschloss ich, nichts mehr zu sagen. Jetzt trink aus und dann ab ins Bett. Ich komme in ein paar Minuten und deck dich zu. Mom streichelte mir über das Haar. Das macht sie immer. Immer dann, wenn sie will, dass ich sie für glücklicher halte, als sie es in Wahrheit ist. Also trank ich meinen Kakao schnell aus und rannte ins Bett. Mom deckt mich nur selten zu und deshalb war es etwas Besonderes. Ich mag es sehr. Sogar noch mehr als beim Wettrennen zu gewinnen oder ein Tor zu schießen. Es ist das allerbeste Gefühl auf der ganzen Welt, wenn dich jemand, den du mehr liebst als jeden anderen auf der Erde und der dich genauso zurückliegt, schön, warm und weich in eine Decke wickelt. Ich wartete darauf, dass Mom hereinkam und dachte über die Dinge nach, die sie gesagt hatte. Über die Bomben und die Boote und die bösen Menschen, die so gierig waren, dass alle vor ihnen davonliefen. Ich hatte Josie, Tom und Michael so viel zu erzählen, zumal ich nicht glaubte, dass ihre Moms und Dads ihnen auch nur halb so viel erzählt hatten wie meine mir. Das gehört zu den Dingen, die ich an Mom am meisten liebe. Sie versucht immer, meine Fragen zu beantworten, egal wie müde sie ist oder wie schwierig die Fragen sind. Und sie sagt immer die absolute Wahrheit. Michaels Eltern sagen immer, jetzt nicht, Schatz, oder ach, das erklären wir dir, wenn du ein bisschen größer bist. Und Josies Mom sagt immer, dass Mädchen nicht so viele Fragen stellen sollen. Meine Mom sagt so etwas nie. Ich glaube, das liegt an all den Büchern, die sie liest. Mom sagt, dass die besten Bücher mehr Fragen aufwerfen, als sie beantworten und dass der lustige Teil daran sei, dass man versuchen muss, die Antworten darauf woanders zu finden. Und Dad sagte immer, dass man nur schlauer wird, wenn man auch Fragen stellt. Ich glaube, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben wirklich ganz besonders viel über etwas wissen wollte, weil ich schon eine lange Liste an Fragen in meinem Kopf hatte, die ich Ahmed stellen wollte. Genauer gesagt waren es 11 Fragen. Und so sah meine Liste aus. Meine 11 Fragen. Erstens, aus welcher Stadt musstest du weglaufen? Zweitens, welche Sprache sprichst du? Drittens, wer ist die Frau mit dem roten Schal? Viertens, hast du Brüder oder Schwestern? Fünftens, was haben die Mobber getan, dass du für ihnen davon weglaufen musstest? Sechstens, musstest du in ein Boot steigen, so wie die Leute in den Nachrichten? Siebtens, was ist deine Lieblingssportart? Achtens, welches Obst isst du am liebsten? Neuntens, wie weit musstest du laufen, um den Mobbern zu entkommen? Zehntens, gefällt es dir hier oder vermisst du dein altes Haus? Elftens, hast du einen besten Freund? Meine 11 Fragen würden mir dabei helfen, alles über Ahmed zu erfahren, was ich wissen musste, damit ich seine Freundin sein konnte. Und deshalb musste ich die Antwort auf jede einzelne herausfinden. 11 Fragen an Ahmed. Und wir haben jetzt noch Zeit zum Ende der Veranstaltung, wie ich es versprochen habe, eure Fragen noch zu hören. Und ich würde euch dafür bitten, wenn ihr einen Mundschutz habt und eine Frage stellen möchtet, dann setzt den bitte auf, meldet euch, ich rufe euch dann auf. Und wen ich aufrufe, der steht bitte kurz auf, sagt seine Frage. Und da ihr kein Mikrofon habt, werde ich die Frage nochmal wiederholen. Die wird dann übersetzt und dann beantwortet Anjali die. Wer möchte denn zuerst?
Da hinten im gelben Pullover, ja? Maybe put them on. I do know that, yeah. Okay. Yeah, maybe we do it without the mask, because you do not have a person in front of you. Vielleicht kurz auf Deutsch, wann hast du das Buch geschrieben? I wrote the book in 2017, so about a year and a half after I met baby Rehan. Also ich habe das Buch in 2017 geschrieben, ungefähr anderthalb Jahre, nachdem ich Baby Rehan kennengelernt habe. Dort hinten, ja, stehst du kurz auf? Danke. Auf Deutsch, wie lange hast du gebraucht, um das Buch zu schreiben? So because I wasn't working at the time, because I was a bit ill, it took me 9 weeks to write the book, but it took half a year to edit. So this final version isn't the first draft. Also weil ich damals nicht gearbeitet habe, habe ich tatsächlich nur 3 Monate gebraucht, um das Buch zu schreiben. Aber dann hat es noch mal ein ganzes halbes Jahr gedauert, um es zu korrigieren und immer wieder durchzulesen, bis es dann das richtige Buch geworden ist. Hier ganz auf der Seite. How old is Ahmed? How old is Ahmed? He'll be the same age, around about 9 and a half, just coming up to 10. Also er ist auch ungefähr 9, 9,5 Jahre alt. Dann hier vorne im grauen Pullover. I'm not quite sure whether we got the question right. So where are Ahmed's parents? So I'm assuming Ahmed in the book. So I can't tell you because you might not finish reading the book. So if I tell you that, you might not read the book. But it does tell you where Ahmed's parents are by the end of the book. Also das werde ich euch jetzt nicht erzählen, weil es im Buch steht und dann möchte ich ja nicht, falls ihr das Buch noch lest, dann soll es ja eine Überraschung bleiben. Aber das steht am Ende des Buches, wo Ahmeds Eltern sind. Und es kommen noch einige Sachen vor, die wir hier heute nicht erzählt haben. Das kann ich euch sagen, da passiert noch sehr viel. Hier vorne, bitte. Ich wiederhole nochmal die Frage, damit es jeder hört. Dir ist was aufgefallen an dem Titel des Buches, nämlich warum heißt es auf Deutsch der Junge aus der letzten Reihe und auf Englisch the boy, the back of the class, also eigentlich der Junge hinten in der Klasse. So we have a translation question here about, so the German title is the boy in the last row. And the English title is obviously the boy at the back of the class. So why is it not the same title? That wasn't me, that's my publishers. I think maybe you need to write a letter to them and ask. Go for it. Also das habe ich nicht selber so ausgesucht, sondern die Verleger.
Vielleicht musst du den Brief schreiben und mal nachfragen, wieso die das so ausgewählt haben. Da hinten in Blau, wenn du kurz aufstehst und deine Frage stellst, ja. Wie alt ist Baby Rayhan? So hopefully he is well and safe where he is. So he would be about 2.5 now. Also hoffentlich geht es ihm gut und er ist noch am Leben, aber wenn ja, dann ist er jetzt ungefähr 2.5 Jahre alt. Oh no, sorry, my math is wrong. It's 2016 I met him. Oh my God, it's 2020. I'm so sorry, I'm stuck in the wrong age. He'll be about 4 now. Also kleiner Rechenfehler, weil es war ja schon in 2016 und jetzt ist 2020, dann wäre er also schon fast 4. Hier vorne im, ich glaube es ist Pink, du meldest dich schon ganz lange, ne? Ist es Pink oder? Okay, sorry. Wieso würdest du 11 Fragen zur gleichen Zeit fragen? Du meinst, warum so viele Fragen auf einmal? Ja? So why would you ask 11 questions at the same time? That's a good question, but I find myself asking a lot of questions at the same time. I don't know if that's the same for you. And I have a lot of godchildren and nieces and nephews who are range from 3 till 12, and they will just pummel me with questions. And sometimes I'm just like, oh my God, how did you even think of them? But I think it's quite natural if you're curious about something. Also es ist eine gute Frage, wieso sollte man sich so viele Fragen stellen, aber bei mir persönlich ist es auch so, dass ich immer mir sehr viele Fragen stelle und ich habe auch ganz viele Patenkinder und Nichten und Neffen, so zwischen 3 und 12 Jahren alt und die kommen auch immer mit ganz, ganz, ganz vielen Fragen auf einmal und ich glaube, es ist was ganz Natürliches. Hier vorne, du meldest dich auch schon ganz lange. Ich sag's mal kurz auf Deutsch. Wer ist die Frau mit dem roten Schal, wird gefragt. Again, you'll find out in probably around chapter, I think it's 17 or something, you'll find out. Also das, wer die Frau in dem roten Schal ist, das werdet ihr auch noch herausfinden, wenn ihr das Buch lest, ungefähr in Kapitel 17. Und da wird es dann aufgelöst. Wir haben jetzt vielleicht noch Zeit für eine Frage. Ich weiß, es ist immer doof, wenn nicht alle drankommen. Ich nehme noch mal jemanden aus der letzten Reihe in Rot, wenn du noch mal aufstehst vielleicht. Danke. Could you repeat it again? I'm sorry. Ich sag's mal auf Deutsch. Was hat dich inspiriert, genau diese Geschichte aufzuschreiben? Ja? Yes. I have written other stories before this. It just happened that this one got published first. So you never know with stories. But I think this one is very close to my heart because of what I'm seeing happening in the world right now. Also ich habe auch andere Geschichten geschrieben. Das war nicht die erste, aber so ist es oft mit Büchern. Dann kommt es einer vor dem anderen raus. Aber diese Geschichte war mir besonders wichtig, wegen dem, was halt auch gerade in der Welt passiert mit Flüchtlingen. Hier wird noch gesagt, du meldest dich auch noch ganz lange, dann können wir dich auch noch annehmen. Sagst du deine Frage? Warum heißt das Buch Der Junge aus der letzten Reihe? Why is the book called The Boy at the Back of the Class? Because most refugee children, or most new children, anyone new to a classroom will often be seated at the back of the classroom. I really don't know why that is. It just seems to be something that's quite common. And it's almost as if they are being hidden away from everyone else while they get used to the new class. But I tend to find new children always put in the back of the classroom. I don't know if it's different here in Germany, but in England, they always put them at the back, which is a bit weird for me.
Also in England ist es so, vielleicht ist es hier ja genauso, aber in England werden neue Kinder oder auch dann in dem Fall Flüchtlingskinder oft ganz hinten in den Klassenraum gesetzt. Und ja, ich finde es auch so ein bisschen komisch, aber es ist fast so, als ob die so ein bisschen versteckt werden, bis sie sich an die neue Situation gewöhnt haben. Und deswegen habe ich das Buch so genannt. Es sind sicher noch viele Fragen offen. Wir müssen mal schauen, ob man das vielleicht gleich noch mit der Anjali besprechen kann, denn es wird gleich das Buch auch noch zu kaufen geben. Die Buchhandlung Dussmann hat einen Büchertisch aufgebaut, direkt am Ausgang, und zwar richtig am Ausgang von dem Gelände. Und die Anjali wird dort auch Bücher signieren und vielleicht kann sie da auch noch die eine oder andere Frage beantworten. Mir bleibt jetzt nach diesem Hinweis nur, mich ganz herzlich bei euch fürs Kommen zu bedanken. Wenn ihr rausgeht, dann beachtet bitte darauf, dass ihr klassenweise hinausgeht und dass immer die Lehrkräfte vielleicht die Klasse hinausführen und bitte in der Reihenfolge, in der ihr reingekommen seid, damit keine Kinder hier in der Tür stecken bleiben. Das wäre sehr lieb. Und ich möchte mich natürlich, wartet noch ganz, ganz kurz, geht gleich los, ich möchte mich natürlich ganz herzlich bei allen Mitwirkenden dieser Veranstaltung bedanken. Einmal unsere Übersetzerin Nina Stommen. Ja, vielen Dank. Und bei unserem Sprecher Martin Geißler, wo ist er? Da ist er. Und last but not least, was a great pleasure to have you. Es war ein großes Vergnügen, dich hier zu haben. Anjali Rauf. Thank you very much.